Dankeschön, willkommen Max Pietschop. So, es geht weiter hier im Programm. Ja, parallel. Gordon und Hanna drehen eben noch ein Video von der Geschichte, die wieder mit der MZ weitergeht, weil er ist gerade am Filmkontakt bei. Und hier Tacho von Volvo und den zusammenbauen und allem sowas. Aber wir parallel haben noch eine andere Baustelle. Sehen wir uns gleich, Alter, ne? Ja. Fenster Osterholz-Scharmbeck fahren wir jetzt. OAZ mit dem Trailer, mit dem K30. Guck, ob der Keilriemen hält. Mit Vater und mit Jody. Eigentlich ganz witzig so, ne? Da bin ich. Da hab noch mein Müll nach hinten drauf. Aber Trailer ist hinten dran, weil wir können zu dritt nicht mit dem Abschleppwagen fahren. Der kommt jetzt, Max. Da ist er. Und dort holen wir einen Opel Vectra A ab. Ein Vectra A, der wirklich eine ziemlich geile Geschichte hat. Und der sau interessant ist. Also wirklich interessant ist. Also eine Kiste, die wirklich jetzt schon seit über 10 Jahren in der Garage steht. Die Besitzerin verstorben ist. Ein Auto, was nur 61.000 gelaufen hat. Und keiner weiß, wer damit ist. Hört mein Zufall an. Ja, wäre ja gespannt. Wird wild, ne? Ja, ich glaube schon. Wenn das wirklich so ist, dann ist das also ein geiles Auto. Und die Story passt, denke ich mal. Ja. Weil er wurde mir von der Motor Klassik vermittelt, gewissermaßen, von Daniel. Schon, ja. Weil der war echt korrekt damals, auch wo er die Fotos gemacht hat und sowas. Und wenn er sagt, Max, hier ist was Cooles, fahr mal dahin, dann fahr ich auch dahin. Genau. Ne? Auch wenn es schade ist, wenn er ein bisschen sitzt, dann wird es erstmal angebogen gekriegt, hat das Ding. Moin, Iggy. War tatsächlich, das Ding schon. War die Dame noch am Leben? Mittlerweile ist sie verstorben. Deswegen, war sehr interessant. Ich glaube, Vectra A, Alter. Sowieso kommender Oldtimer in meinen Augen. Ja, klar. Und totale Ränderkiste, ne? Also so Automatikgetriebe. Ja, was soll das? Alter, und 61.000 Kilometer. Das wäre jetzt top. Wenn du Glück hast, haben wir ein richtig neues Auto. Ob der läuft, ist eine andere Frage. Aber haben? Oh, warum soll der nicht laufen? Na, Benzinpumpe fährst du oder so ein Scheiß. Oh Gott, da ist er nicht. Aber der ist top. Ah, werden wir ja sehen, was der in Friedeburg steht. Natürlich bin ich mir so hoch. Links geschnitten, oder? Man sitzt so hoch. Ja, die sitzen höher an dem Auto hier. Naja. Naja, auf jeden Fall ist das der Plan. Hast du Bock, Jody? Deine Windeln habe ich auch mit. Alles gut. Alles dabei. Naja, hinten in die Tasche. Ne? Morgen kommt Tine wieder. Dann bin ich vom Nachmittagsdienst befreit. Aber vom Tagesdienst. Aber bis dahin. Mache ich alles. Ja. Viermal Videos, Familie auf ein. All-in-One-Paket. Nützt ja nichts. Ich bin auch Vater dabei. Vater findet es auch ganz geil so, ne? Ja. Aber aus unterstützende Jody-Kraft bist du auch ganz gut dabei. Ja. Nützt ja nichts. Windelfachkraft. Nee, ja. Ja, das bin ich nicht. Da habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Nee, ich auch nicht. Aber die letzten paar Tage jetzt halt. Sag ich mal, das ist in der Kelche immer an mir vorbei. Ja, ja. Ja, gut. Let's go. Tankstelle. 100 Euro Diesel ärmer. Obwohl ich sage, die brauchen wir gar nicht. Also das ist eher schon auf Vorrat gekauft. Und da hat Scharmbeck ist ein bisschen eine Stunde von uns weg. Ah, ja, das ist von Bremen, von rüber da Richtung Post. Ja, genau. Ich muss mal gucken, ich habe die Adresse aufgeschrieben tatsächlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war an den Osterschau in Scharmbeck. Man kann da zwar dauernd gehört, aber. Ja, ist aber auch. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich da mal fahre. Ist aber auch groß da. Das oder ist ein riesen Landkreis. Oder sind wir letztens? Ja, OAZ sind wir schon durchgefahren. Ja, ne? Jetzt sind wir doch. Oh, Bullen. So, ungefähr 80 Kilometer später. 80 Kilometer kommt hin, ne? Oder 100 schon? Ne? 100 glaube ich nicht. 80. Zwischen 80 und 100. Geht klar. Machen wir. Zwischen 180 Kilometer später. Fahren durch den Wald. Das ist jetzt zwischen Bremen und Bremerhaven. Die alte B6. Auf jeden Fall wollte ich nur eben erzählen, mein Keilriemen ist immer noch drauf, macht keine komischen Beach-Geräusche. Scheinbar habe ich das hinbekommen, repariert. Ja, sonst eine Großkontrolle bei der Polizei. Sind wir mal ran vorbeigefahren. Haben sie genau vor uns einen rausgezogen, Alter. Ja, ich hätte gedacht, sonst gibt es bei uns in der Hemmel gestanden. Sonst würden die ja 20 Jahre mit der Kiste hier. Ist ja genug Kram, den man sich angucken kann. Obwohl die würden nichts finden, der ist okay sonst. Ne? Also sieht halt wild aus. Naja, gut, und hier. Ja, sind gleich da, beim Opel Vectra. Sind noch eine Viertelstunde, dann können wir uns mal das Ding angucken. Steht in der Garage seit zig Jahren und muss jetzt rausgezogen werden. Hoffentlich dürfen wir da filmen, das wäre geil, ne? Das wäre gut, ja. Wäre ein Traum, wäre cool. Mal schauen. Auto ist mich sehr, sehr interessant. Vectra A, Automatik.
1,6er oder 1,8er. Das macht sich besser, der. Mal gucken. Laufleistung, Alter. 61.000, das ist neu. Pass mal auf, das wird Toledo 2.0. Ja. Noch nicht so verraucht. So, wir haben aufgeladen. Wir durften leider vor Ort nicht filmen. Weil so ein Todesfall mit Erben und sowas. Und die wollen nicht unbedingt eine Kamera da haben, weil das Haus halt leer steht jetzt. Und kann ich auch verstehen. Wow, ne? Und bedanken wir. Das ist auch nicht weiter schön. War ja auch nicht so spektakulär. Ja, wir haben ihn so ausgeschoben tatsächlich. Sehr nette Leute, aber hier. Sehr nette Leute. Ein Reifen platt von der Karre. Das Auto sieht auch sehr, sehr geil aus. Völlig 61.000 gelaufen. Sehr vermackt rundum, weil mein Rennerfahrzeug gewesen hat. Alles Leben gehabt, die Kiste. 19 Jahre ist in der Auto gefahren. Naja, gut, da kann man den wohl. Da bleibt er nicht aus, dass er mal die ein oder andere Beule rein. Ja, aber ich sage dir, die warten gleich mal von außen. Wir fahren jetzt aber hin noch einen Schlenker, weil wir jetzt ja OAZ sind. Und da sind wir in der Nähe von Wieting. Und da habe ich gedacht, mal eben schon mal, lass ich mal die Wieting gucken, ob der ein paar Gurken zum Ernten da hat. Wer weiß. Und ich habe Michi noch eine Michi-Tour diese Woche geplant. Ich kann ja eine Gurke mitnehmen dann. Das machen wir jetzt da eben schnell. Seid ihr die Kiste? Danach geht's zurück in die Gurkenhalle und dann gucken wir, ob wir den Weg dran ins Laufen kriegen. Gordon hat auf jeden Fall halt Vollzeitbeschäftigung. Der braucht uns nicht. Er hat die MZ noch vor der Nase. Er hat den Volvo und er hat, wenn das alles fertig ist, hat er noch hier den Trabi. Den alten da, den wir so gekauft haben. Den 89er. Müssen wir jetzt rum, Alter. Oha. Da, weil wir gerade die eine Straße nicht gefahren sind. Ist das richtig ist? Na, das sieht richtig aus hier, guck. Sieht doch aus, da auf eine Straße, die man noch fahren muss. Ja, da kommt sogar noch einer. Also geht das. Wir müssen ja ein anderes Ende haben, die Straße. Das sah aber ein bisschen wild aus. Sah schon wild aus, ja. Liegt daran, weil die eigentliche Straße auf Beberstedt gerade da vorne war. Ach so, ja. Kam ich ja drauf, wo ich Beberstedt gelesen habe. Ich denke, Alter, eigentlich müssen wir bei Wieting vorbeifahren. Na, Herr Schiller, dann, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Oh, hier, im Prelude. Der wäre was, Alter. Sehe ich bei Wieting bis am Tüdeln. Schon gucken. Er ist gerade noch nicht da selber, aber... Ja, das ist unser Vectra. Der ist geil. Der Mini. Ja. Hat 10 Scheine. Aber TÜV neu. Spanien Import. Aber Haargutachten macht auch keinen Sinn mit dem Ding. Oh hier, Renault R5. Der alte, den habe ich auch mal gehabt. Den haben wir einfach mal zu den Zerreden in dem Bock. Der mega tote auf dem Lost Place. Was hat der Weiße? Mhm. Lecar, das Auto. Du bist doch auch nicht hier. Die haben auch keinen vernünftigen Markt. Nein, marktmäßig sind die lang, aber selten sind die deswegen auch. Aber wie der Lack verwartet, ist krass, ne? Guck mal, so guckst du. Der hat nicht Patina, das fahrende Stück Patina. Haben wir hier nochmal. Hier, Vater, du machst doch innen angepinselte Autos. Der ist innen rot angepinselt. Ja, der ist rot, der ist so. Der ist original so hier mit. Original so rot angepinselt. Original gepinselt. Oh, die werden mich richtig lieben. Ich habe gerade die Einfahrt dicht gestellt. Weil der Juli schläft im Auto, dann wirst du mitkommen, ne? Auch Autos gucken, ne? Ja, würde nur mal kurz Hallo sagen. Hier, was ist das hier? Toyota Celica. Glaube ich. Hier, 1303er Käfer. 10 Scheine. 73er. 1300er Maschine drin. 1300er? Mhm. Hier, der ist schick. So ein Tempo, ne? Aber sieht doch nach Arbeit aus, die Kiste. Eine angefangene Restauration ist das. Ziemlich zerlegt das Teil, aber cool ist das. Ja, das ist schon cool. Das ist schon cool, das muss zusammengebaut werden halt. Das ist halt ein Puzzle. Der ist noch zusammengebaut, die sehen nicht anders aus von innen. Ja, aber der hat doch wohl einen Fensterheber drin normalerweise. Oder wie ist ein Fenster? Ach so, das stimmt. Ja, dann ich aber der Adresse für alles drin. Schön schöne Autos, ne? Schöne Dinger. Auch so ein Coupé hier, hör auf was. Lecker Schmecker, schönes Spielzeug. Ja, so, jetzt haben wir gleich mal unser Auto. Unser Auto ist auch ziemlich wild. Also, das ist ziemlich SLK, aber die sind ja auch nicht so teuer im Winter. Ne? Die kannst du im Winter schön kaufen und im Sommer verkaufen. Ja, aber trotzdem, Cabrio hat kein Markt im Winter. Ob Blech oder nicht Blech, total egal. Der ist auch cool. Aber der Prelude, der wäre nochmal was in der Kiste. Ne? Ich finde die echt geil. Ich mache ja allgemein so Klappscheinwerferkisten. Wisst ihr bei mir ja allgemein. Aber die Dinger sind schon hier. Radkappenlager ist auch geil gelöst. Guck mal hier, ist das ein geiles Auto, Mann. Ach, der Zustand ist schön. Aber schon ein sehr kleiner Motor drin, denke ich mal. Sehr nackig, die Kiste. Ja, 3,5er V8, ne? Ja. Guck mal hier, die Reifen. Wredesteine-Reifen aus der 80er noch drauf. Die Kiste ist aus dem Schollenfund.
Da stand er irgendwo in der Sammlung oder so. 124er. Oh, hier. Ein 3er Turbo-Diesel. Für 3 Scheine. Ja, guck mal hier. Da kannst du gleich rein. Hier, die siehst du ja mit diesen Dingern. Der, ja. Er hat ja doppelten Lufteinlass. Das ist für die Geschwindigkeit. Den habe ich mal gehabt. Der war gut. Bin ich gerne gefahren. Ja. Er war so totgerostet, meiner. Weißt du das noch? Ja. Ich hatte ja olivgrüne. Ja, das ja, lieber als Caddy. So mit der auch. Die gab es aus Skoda und Caddy. Und da war der ganze Bereich hier hinten rechts. Dieser hier. Der war gar nicht da. Den gab es auch irgendwie als Pfann, hieß er, glaube ich, oder irgendwas. Der war da hinten offen. Da konnte man sogar noch an so einem Verdeck hinten dran machen. Und dann so mit 4 sitzen. Hieß der Pfann? Ich glaube, Pfann hieß der. Bin ich ganz sicher. Ja, ich bin damit durch. Nee, die gammeln so blöde. Guck mal, sieht man dem auch schon. Das auch immer gehandelt. Den musst du halt schweißen, ne? Also, die musst du immer schweißen, die Kisten. Hier, guck mal hier, Feuerwehr. Feuerwehr, das wäre was hier für Dings, für Ricardo. Ricardo Rima, das ist genau so eine Karre. Galaxy. Bedford Blitz wahrscheinlich, ne? Ja, Automatik, weniger. Oh, Alter, der gleiche Schriftzug wie im Rekord, ne? Das ist der Opel. Oh, hier, der T3-Fighter, da wird auch was für dich. Das ist da drin. 121 gelaufen, TÜV fällig, wahrscheinlich Schweißarbeiten. Schweißarbeiten erforderlich, ist klar. Aber der läuft. Kannst du mal deinen mal anbieten. Vielleicht kannst du eine Zahlung geben. Ja, kein Diesel, Benziner, ne? Oh, der hat aber auch ganz schön gelitten. Der hat so ein bisschen die Speedshop-Patina hat er schon. Wie bei uns. Gleich angespart. Dann lieber die Karre hier. Nee, der läuft mir zu viel. Obwohl der auch. Und Scheibenrahmen muss gemacht werden. Das ist ärgerlich bei dem Teil hier. Aber sonst geiles Auto. Total geil. Aber wie gesagt, das ist halt, wenn du zu viel Kram auf einmal hast, das kannst du halt nicht alles pflegen, ne? Auch schon E46 Facelift. Haben wir gerade durch das Thema. Ja, hier. Was ist das hier? 23er. Ja, die wirklich guten Autos stehen immer vorne, ne? Aber das ist ja vorne fast schon wieder langweilig, weil die wirklich guten sind ja fast nicht mehr so wild. Die sind alle zu neu. Was ist das denn für eine Kette? Ach du Scheiße. Nee, Hannomar Henschel, glaube ich. Ja, kann auch sein. F46 kann das nicht sein? Hannomar Henschel, genau. Geil. Hier in Bremer. Dacia Logan, naja gut, das ist ein typischer Autohandelskisten. Hier, Volvo. V70. Ja, kennst du irgendwo her? Hier, die Limo, Alter, irgendwie ist die cool. Aber wo muss man das mal hinstellen? Obwohl in der großen Halle, ich weiß schon genau, wie ich die stellen würde. Aber ich weiß nicht, ob die noch funktioniert. Ich glaube, die zu machen, das wäre eine Katastrophe. Ja, machen wir Hochzeitsfahrten, Alter. Das wird ja. Das Shit. Aber leider, eine Grünspan-Limo. Wir haben leider vorne keine Scheibe drin. Könnte eventuell ein bisschen ziehen. Das wäre geil. Der will wohl eine Trennwand haben, ne? Ja, wahrscheinlich. Das so im Schneesturm unterwegs, Ahnen da raus. Der wäre nicht schlecht. Hier, der ist ein Synchro. Der ist auch cool. Zu teuer. T4 Synchro. Der sieht schon mal von der Patina aus, als würde er noch einen Camper bauen, oder nicht? Dann wäre der schon Bett drin. Ja, so. Der hat schon ein Bett drin. Der hat sogar schon hier ein gutes Regal drin eingebaut. Bett und einen Einbauschrank hat er schon. Ja. Das wär's, das Auto wär's. Geil, und 4 Sitze hast du auch noch. Ja. Angefangen. Okay. Das ist jetzt so eine Kiste für dich, ja. So brauchst du eigentlich. Dann musst du eine Weltreise machen. Und verbleites Benzin. Geil, da braucht auch nichts. Benzin, den kannst du vergessen. Ja, dann frisst du die Haare vom Kopf, stimmt. Das ist der Nachteil. Aber irgendwo ist immer ein Haken. Bei der Feuerwehr war ja immer Benzin. Auch meistens Benziner. Eben umgepackt. Jetzt habe ich noch mal schnell hier ein Passat gekauft. Mit knapp 600.000 Kilometer. 580.000. Irgendwie mal von der Wasserverbände oder irgendwas. Mal irgendwie ein Behördenfahrzeug. Aber ein 3BG. In richtig, richtig schönen, penetranten Blau. Mit einem Kotflügel in einem Blauton. Sieht sehr interessant aus. Aber TÜV-Mängeliste ist relativ überschaubar. Die hat er noch beigelegt. Ist machbar. Ne? So, pass mal auf. Bevor ich jetzt weitermache, zeige ich euch erstmal unser Hauptauto, was wir geholt haben, wie wir eigentlich unterwegs sind. Das ist hier, er hier. Dieser hier. Opel Vectra A. 1,8er Automatik. Seht ein bisschen verkratzt ist er. Angemackt ist er hier. Angemackt ist er da. Angemackt ist er dort. Radlauf ist angerostet. Angemackt ist er da. Aber. 61.000 gelaufen, stand jetzt 4 Jahre nur in der Garage tatsächlich. Automatik,
ziemlich gute Ausstattung, E-Fenster und so ein Kram, haben die Dinger eigentlich nie. Klima glaube ich nicht, nee, Klima hat er nicht. Wäre komisch gewesen, wenn er das hatte. Ja, und so ungefähr müsst ihr euch ihn vorstellen. Ganz, ganz wilde Karre eigentlich. So vom Dingsen abgeschlossen, die Batterie ist leer. Wir haben noch nicht mal gestartet. Also der Wagen ist jetzt schon seit, die Batterie ist tiefenentladen von der Kiste, brauchen nicht überreden. Auch da angemacht, guck. Batterie ist tiefenentladen von der Kiste, da kommt gar nichts mehr. Aber es war ein sehr gepflegtes Auto und es war Scheckheft gepflegt tatsächlich. Er hat nur die letzten Jahre halt bei der älteren Dame halt noch mal ein bisschen Federn gelassen, der Wagen. So ein bisschen so kratz hier, kratz da, kratz dort. Aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, ist das schon ein schönes Auto. Und eine schöne Wiederbelebung für uns. Schweißen müssen wir ihn auf jeden Fall. Hier, die Kante ist weg. Seht ihr hier? Die Kante ist weg. Ich kann wetten, dass die Endspitze von Schweller weg sein wird. Aber sonst ist er eigentlich relativ überschaubar. Wenn er läuft. Wenn er nicht läuft, ist eine totale Blindgeschichte. Das Auto habe ich von der Motor Classic, von dem Daniel, vermittelt gekriegt. Oh, ich habe gegen die Kamera gerotzt. Nochmal danke, Daniel. Wenn du jetzt zuguckst. Ja, mal schauen. Das ist ja cool. Ich feiere die Kiste. Ich finde ihn cool. So, jetzt gehen wir auf Wieting mal eben ein bisschen Papierkrieg machen für den Passat. Und hier, die ich gekauft habe, da halt, den holen wir die Woche immer noch mal ab, weil der braucht dringend Platz. Er hat den Hof zu voll, sagt er. Und naja, gut. Ich eigentlich auch, aber naja, was soll ich tun? Muss ich halt durch. So, wieder angekommen im Friedeburger Land. Fahrzeug ab Marx. Und wir haben noch einen Keilriemen. Das muss man so sagen. Das ist schon mal ganz cool. Aber mal gucken, ob der weg dran läuft. Ich schmeiße gleich mal den Zeckling in den Zahnriemen. Wir sollten uns eben vorher mal angucken, wie der aussieht. Und wenn das hier okay aussieht, machen wir eine Batterie da rein. Ich habe nachher neue Batterien da, Alter. Drei Stück. Und dann bauen wir die mal da ein und gucken, ob die Kiste läuft. Wie läuft? Sagst du? Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe auch. Also vor 3 Jahren sind die noch gefahren. Ab und an mal, weil die Omi halt auch nicht mehr so richtig fahrbereit. Vom Alter her schon nicht. Kann mal gucken, ich bin sehr gespannt. Stehen gleich, wir fahren mit dem Spieler ja auch gleich. Was meinst du? Wollen wir da mal Rampen hinterstellen und Starthilfe dran machen? Ja. Und mal gucken, was passiert. Ich habe noch gar nicht den Motorraum angeschraubt von dem Teil tatsächlich. Da haben wir gar nicht reingeguckt, den Motorraum. Nee, habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ich finde, das ist cool, wenn man ein Auto kauft, wenn man nicht mehr da reinguckt. Guck mal. Oh, das war ja geschickt gemacht hier mit den. Ja, das ist ja so ähnlich gedacht, ne? Aber schön durch hier, ich wollte die Felgen nicht kaputt machen. Das wäre echt gut. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich hätte das nie eingehakt irgendwo. Ja gut, hätte ich auch gemacht. Bum, bum. Oha. Hannah und Gordon sind am Spielen, das hört man. Ja, ja. Oh, ist das ein schönes Auto, oder nicht? Guck mal, Ross hat er natürlich eine übliche Stelle, weil der ist ja immer noch... Das ist doch schnell gemacht. Aber der ist immer noch über 30 Jahre alt. Guck mal, hier kannst du den, da fleckst du einmal drüber. Und dann kommt da. Aber blau. Hier, warte mal, hier, das ist scheiße. Der Kratzer am Seitenteil, ja. Der Kratzer, das ist eine Beule. Ja, aber das finde ich gar nicht mal schlimm. Das finde ich bei so einem Auto überhaupt nicht schlimm. Was ich zum Beispiel jetzt so sehe, der Wagen stand jetzt in Ewigkeiten in der Garage. Deswegen hat er den Platten auch hinten links. Und guck mal, die Bremsen komplett frei. Guck mal, wie schön frei die sind. Da hat keiner rausgefangen da. Ja, sieht gut aus da. Spiegel hat sie mal abgefahren und so angepanzert. Hier, das ist ja auch noch alles so. Ja, ich meine ja nur. Das ist noch polierbar, ne? Ja, ja, das kriegst du weg wieder, ja. Ich reiß mal eben die Haube auf. Sonst ist der Beulen hatte sonst nicht. Sagst du das an? Ich bin hier. Mal 61.952 Kilometer und Spinnenweben drin. Ja, die sind wo hingehen. Gutes, ja, typisches. Genau, das sind so richtig, diese kriegst du auch wegpoliert. Das sind so richtig diese hier. Ich werde mit der Firma Klebeband, weil er nämlich hier durchgerostet ist. Guck. Da. Da, siehst du? Da ist bei dem Unfall. Pass mal dahinter. Das kann gleich mehr hinter. Das habe ich vorhin schon in der Hand gehabt. Das ist weggerostet. Ja. Das ist eine typische Wechselkrankheit. Ja. Weil die Stoßstange hier steuert, gammeln die irgendwann durch. Das war ein Garagenwagen. Daran sieht man, wie schlecht diese Autos eigentlich mal waren. Ja, hier auch nicht. Aber trotzdem, da kriegt man ja hin, das ist einfach. Aber daran sieht man halt, wie die halt gerostet haben, die Autos. Das war halt damals noch so die Zeit. Guck mal, der Wagen hat 61.000 gelaufen. Der hat noch fast eine Garantie, der schenkt ja. Der hat trotzdem total gegammelt. Da muss man den Dingern echt lassen.
Das konnten die echt gut. Ja, Oma hat ganz schön hier einen Kratzer nach einer reingefahren. Ja, war ja ihre Kiste, was soll's. Wollen wir ja gar nicht mal böse drum sein. Was ist denn der Hauptbehebe? Alter, das Gummi ist sogar noch da. Hier von dem. Das ist meistens mal weg. Mhm. Hier, das ist Abklatschgummi. Oh, der Motor ist ja noch am Start. Die Batterie ist noch geil. Da ist noch die echte erste GM-Batterie drin. Ja, aber die wird schon nicht echt erst im Arsch sein. Die ist echt im Arsch. Die wird sowas von im Arsch sein, glaubt ihr gar nicht. Aber guck mal jetzt hier, guck, ich sehe schon mal Zahnriemen. Ne? Zahnriemenaufkleber. 26.000 Kilometer, 2002. 26, wieso macht, wer macht denn mal 26.000 Kilometer einen Zahnriemen? Ja, Zeitwartung wahrscheinlich. Der hat nicht viel gesehen in seinem Leben. Guck mal, letzter Ölwechsel des Autos. Ist doch nicht mal fällig, guck mal. Nee, war 2017. Brauchst du auch nicht wechseln. Da sind wir der Wagen nicht gefahren, aber der wurde mal gewartet. Ne? Mhm. Müssen wir mal gucken, ob wir für einen Zahnriemen was finden. Aber der Zahnriemen wird auf jeden Fall so alt sein wie ich. Weil wenn der Keilriemen aussieht, wird der Zahnriemen nicht scheiße aussehen. Aber sonst, der Motor sieht echt noch richtig schön aus, ne? Ja, alles. Von links ein Öl. Ich will mal so einen Blick wert, bevor wir das Ding anschmeißen. Maximal, voll. Ja, und komplett sauber. Ja, was willst du mehr? Prima. Komplett sauberes Ding. Das sieht wohl nicht schlecht aus. Hier haben sie mal was neu. Ey, das Teil haben sie neu gemacht. Dieses den Wählhebel von Automatik. Da steht nämlich Astra drauf. Ja. 75 Euro. Braucht auch noch. Oh, oh, oh. Oh, wer weiß. Bin gespannt. Okay, lass die Rampen mal ranstellen, mal die Haube, dann guck mal, ob das Ding mal was macht. Also Öl kann sich liegen, der müsste so anspringen. Ja. Öl ist drauf. Aber ob er läuft, weiß ich nicht, Alter. Kann ich hier nicht beantworten. Würde ich werden nicht. Werden wir gleich sehen. In halben Stunde ist es soweit. Das ist Ferse Vectra. Hinterachsträger. Nee, den muss man die Hinterachsaufnahmen angucken. Die sind wichtig für die Federn oben, die Federteller. Die sehen aber, glaube ich, auf den ersten Blick okay aus. Jo. Schön ist das, ne? Hier ein bisschen Rost, da ein bisschen Rost, hier eine Beule, da eine Beule. Sieht ganz gut aus. Na, Bunny? Na? Geht, der Unterbogen geht. Aber Radläufe kann. Ich hab nur. Nee, du weißt doch wo. Du weißt doch immer. Du weißt doch genau, wo man in dem Auto guckt. Hier drin. Sag mal, diese scheiß Federteller hinten. Keine Ahnung. Der Ahnungslose, man nannte ihn so. Ich muss ja jeden Tag mit meiner Ahnungslosigkeit rumschlagen. Und dann auch noch dafür bezahlen. Junge. Du hast Scheiße. Und wie lief bei euch? Beschissen. Wieso? Komplett Arsch alles. Arsch ist alles immer. Arsch. Wirklich. MZ war Arsch? Schnauze voll, Alter, wirklich. MZ war Arsch und der Volvo ist auch Arsch. Ich hab schon nach einem DIN A4-Blatt gesucht für die Kündigung. Läuft bei dir? Echt, Alter. Aber hast keins gefunden? Wir haben überhaupt nichts. Wieso hast du ihn gehabt? Weißt du, was das Beste ist? Erzähl. Der Volvo hatte keinen Bock eben. Wie keinen Bock? Anspringen? Ja. Ah, dann das ist ja komisch. Der hat bestimmt anderthalb Minuten georgelt. Das ist ja komisch. Der macht einmal. Also ich habe Zündung angemacht, dann war nichts. Dann hat er einmal angemacht und dann war der Batteriepulose. Ne? Ja. Habe ich den drauf gemacht, richtig? Dann habe ich. Ist er einmal ganz kurz angesprungen, so. Zwei, drei Takte, keine Ahnung. Ja. Und dann aus. Und das ist ein Ding. Und dann auf einmal sprang er, als wenn nichts ist. Komisch. Der ist schon öfter nicht richtig angesprungen bei mir. Ja, der hat vielleicht. Wir müssen ihn mal fahren. Das ist, glaube ich, das Problem ist. Gordon und ich waren schon beim Trabi. Und? Alter, wir haben ein Zündfunkenproblem. Beim Trabi? Oder bei dem. Generell, den? Alter. Wir müssen mal Zündfunken bestellen. Machen wir. So eine große Packung. Deine große Packung. Die ist alle, die wir hatten. Trabi hat auch keinen Funke. Nein, nix. Komisch. Und außerdem, den Trabi, wo soll denn der ganze Zeug hin? Da drin, meinst du? Ja. Müssen wir aufs Lager schmeißen, irgendwo auf dem Dachboden vielleicht. Ja, wohin denn sonst? Dachboden haben wir doch. Doch, komm her, wir brauchen da hier. Ja. Oder wir packen das in der großen Halle, da bei den Reifen da in die Ecke. Das war das erste Problem, was ich hatte. Oder mit dem ganzen Schmuck. Ja, der ist echt voll, der Kasten. Ja, ja. Ja, wir haben ja vollgestopft. Dann diese ZM da. Die will mich auch verarschen. Das hat einen Zündfunken, ne? Ja. Aber nur, wenn ich auf den Pol touche. Wie auf den Pol? Ja, auf den Batterie. Echt? Dann Zündfunk da. Wie, du musst den anfassen? Was? Wenn ich mit dem Kabel auf den Pol gehe, ja, dann macht er einen Zündfunken. Sonst nicht. Also du meinst immer, die funkt auch nur, wenn der Batterie drin ist. Und der Batterie läuft hier ja, nicht. Ja, das ist doch egal. Ich hab ja die Batterie. Ich gehe ja mit dem Kabel. Also wenn du mit dem Finger drauf gehst?
Nein, mit einem Kabel. Ja. Ein Kabel von der Zündspule. Mhm. Wenn ich damit dann mit dem Pluskabel darauf gehe, dann macht er auch einen Funken an der Kerze. Das ist ein Ding. Aber sonst nicht. Ja, wenn dein Buchse das Zündschloss, ist das Zündschloss kaputt. Weißt du, was ich meine? Das ist mir auch aufgefallen, weil das Zündschloss, das mal leuchtet das, mal nicht. Ja, wir haben ja ein neues da. Das bringt, hat auch so geflackert, weißt du das noch? Ja, und mal leuchtet es, jetzt geht es zum Beispiel wieder nicht. Wir haben auf jeden Fall noch auf dem Dachboden. Hat ihr einen gelaufen mit gebrochenem Scheiß? Das war schwer zu halten, wahrscheinlich gleich, hat ihr so einen Kicken. Max, der macht einen Zündfunken. Ach, also, dann war's das. Das war's, ja. Ach so, okay. Also der Unterbrecher unterbricht? Der ist halt schon ein Alter. Ja, wir gucken nochmal. Ich hab jetzt noch einen gefunden. Ich habe jetzt wir haben noch mal aus dem Kackburg die Scheiße daraus gebaut, diese Zündplatte. Mhm. Die habe ich jetzt wieder gefunden. Und die hast du jetzt? Da sind ja drei dran. Ne? Drei Versuche, geil. Irgendwie war er noch nicht so viel. Ja, die kriegen wir. Ja, aber ist immer so. Manchmal hat es auch getan. Jetzt Leute da, habe ich heute Morgen den BMW, wusste ich gar nicht. Den BMW? Ja. Haben die abgeholt? Ja. Das ist doch gut. War das richtig, ja? Das ist richtig, ist okay. Ist die Frage, schieben oder heben? Ah, da läuft schon was. Gebläse läuft schon. Macht Geräusche, ja. Das hört sich schon mal ganz gut. Dass ich laufen sollte, müssen wir die Winde anmachen. Schlüssel steckt, Max. Ja, das wird ja nicht laufen. Deshalb, ja. Und du sagst, es was in der Tasche. Mal gucken, ob die ZV geht. Oder Türen damit aufgehen. Weil das sind eine einzige Tür in dem Auto auf. Ja, nee, warte mal, Auto. Nee. Ich kenne das Spiel schon. Ich mache jetzt die Tür zu und die geht nie wieder auf. Nee. Oh, E-Fenster, Alter. Jetzt schließen wir ihn erst ab. Weil ich genau weiß. Ha, ZV geht auch. Ja, da geht ja fast alles. Alter, 61.000 Kilometer. Wenn da irgendwas dran kaputt sein sollte wegen Verschleiß, dann mache ich mir auch Sorgen. Da müssen wir im Opel mal anrufen. Von Omi gefahren. So, erster Start, Alter. Bin richtig gespannt. P. Ganz viele Lampen an, die auch wieder ausgehen. So, ein bisschen Batteriepuls für mich. Wahrscheinlich an der Batterie, genau. Ich höre keine Benzinpumpe. Doch. Kein Öldruck. Öldruck ist da. Ja, aber läuft noch nicht ganz rund. Ja, das hat er aus dem Ausflug gekotzt. Kann doch keinen Gas geben. Es ist einfach irgendwie verteilt bei dem Ding. Ich glaube, die ganzen Hydrus sind nachher leer. Das ist ja geil. Ich weiß, wo hier ist. Das heißt der Speed Shop. Ich würde schon mal sagen, wir haben schon mal. Ist da was drauf? Hm? Nee, die haben den Keller auf jeden Fall abgeklemmt, glaube ich, bei dem Ding. Okay. Ja, ich glaube, der hat auch Euro 2 nachgerüstet. Ja, ja. Naja, gut, das ist ein bisschen Ding. Kann noch kein Gas geben. Also irgendwie ist verteilt. Ölstand ist top. Nichts zu meckern bei der Kiste. Kommen wir da nicht ran an. Oh, hier. Das mache ich, glaube ich, lieber. Weil er nicht über die dicke Batterie aufladen muss. Ja. Ich kann hier auch noch nicht so gut sein. Ja. Wer weiß? Jetzt schon Saft, aber jetzt kriege ich aber nicht. Aber das war ein erstaunlich unkomplizierter schneller Start, ne? Weil er gleich noch fährt, die Automatik noch funktioniert und so. Das geht. Ich glaube auch, wir haben nur ein bisschen Blech, ein bisschen Optik und das war's. Dann fahren wir los und dann wundern wir uns wieder, warum. Warum fährt die Kiste denn nicht? Ja, ja. Das hatten wir nämlich auch schon. Wäre auch schade, den kaputt zu machen, weil der wirklich schön ist, der Wagen. Ja. Du merkst den Wagen halt anders. Und nicht, 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 ja, ich habe mich richtig festgeballert, ne? Du musst doch heute Scham weg. Oh, hart fett. Ja. Kommt der, kam da auch weg. Das ist die erste Hand, der Wagen. Wenn nicht Onkel Meier, wo du dein Ding fährst, dein Schiff haben. Der ist vorne.
Popelhorn. Horn war das. Der Herr Neimer sagt Popelhorn. Wir lassen Ausstattung kann er, ne? Ja, die Tankanzeige? Geil! Ich habe schon. Ja, der Sprit im Trabi, Alter, der sieht aber auch sehr heftig aus. Gelb oder. Kannst du nicht auch noch hier Luft herkriegen hier? Kannst du ein was? Luft drauf hier. Naja, ich fahre noch Plattenreifen runter. Der Reifen muss eh neu. Also zwei auf jeden Fall. Hinten sind verschieden. Also müssen hinten schon mal neu. Und hinten ist eh platt. So, ich fahr den mal. Ich leg da mal einen Gang ein. Ach so, mal die Kamera bitte. Jo. Wie gesagt, der Reifen muss eh hinten links neu. So, wollen wir jetzt. Weil hinten ist verschieden. Sollen wir machen. Ganz durch ist dann auch noch nicht. 16er, ne? Vorne. Was denn? Ja, Reifen einer. Ja, ja, hattest du geguckt. Ja, ja. Zwei vorne. Ja, Blecharbeit kann der, glaube ich. Ich mach jetzt mal einen Gasstoß. Keine einzige Lampe an. Aber kein Motor mehr an. Okay, versuch noch mal. Das wird nichts machen. Die Batterie hat nur leicht geklimmt. Ja, ja, scheiße. Okay, auf ein neues. Wieder von vorne. Auf ein neues. Ja, lass ihn mal noch ein bisschen warm laufen, ne? Nee, nee, ich werde ihn jetzt fahren. Ich dachte nur, ich muss nur den Gasstoß noch ein bisschen aufpassen. Ah, so, die müssen wir dann im Auto weg. Ja, die musst du dann mal verschwinden, das stimmt. Guck, was passiert. Achtung, Sony! Auto! So, der gibt mal Gas. 50 90 PS. Dankeschön. Ich habe noch ein bisschen Gas dabei. Siehst du, läuft doch. Das kann okay zu sein. Aber 3 Jahre Standzeit, mal ehrlich, das packt er doch. Das gefällt dir nicht reinkommen, oder? Das weiß ich auch nicht. Das stimmt. Das verstehe ich nicht. Ist da nicht die richtige Luft drin? Das weiß ich auch nicht. Die grüne ist da drin, glaube ich. Ah, guck mal, die Kennzeichen, nur eine bremst jetzt. Oh, nee. Die Kennzeichen wollte ich schon zeigen. Hast du den Rest schieben, Alter? Das ist ausgegangen. Nee, ich habe ihn ausgemacht. Warum? Unfall, weil ich habe Licht angemacht. Deswegen ist er ausgegangen? Ja. Das war zu viel. Hast du die Kippe geschoben? Ach, den hat er nicht geschoben. Den tut er ja schon. Stück, nehmen wir mit. Ah. Oh, das sieht gut aus, wie er das macht. Danke. Das ist die Turbo, warte mal. Das ist die Flucht. Junge, so ein Reifen hört sich auch grauselig an, ne? Ja, oder wer? Oh, so lange wird der Kabel mit deinem Schlauch ja wohl sein, oder? Ah, nee, ist nicht. Der Finanzschlauch muss auch noch. Ach, richtig. Schöne Farbe ist das. Der Auto sowieso, das ist ein schönes Auto. Also substanzmäßig so würde ich sagen, wenn das Blech eigenermaßen ist, hast du ein Auto, das du natürlich lange reichen kann. Guck mal, das kommt. Ich kann ja mal hoch bremsen gleich mal, weil ich hab der Bremse da. Das ist nichts mehr, das ist gar nichts mehr mit dem Auto. Hat der technisch keine Baustelle? Doch. Du musst. Hier, guck mal hier, die ist wieder durchgerostet. Oh, da kriegt man ja auch wieder fest. Der Bein hat er genug, also das ist einiges gesehen in dem Preis. Obwohl der eigentlich Garagenwagen war, das ist immer der Garage rumgeworden. Ja. Da ist auch Luftfeuchtigkeit. Das hat bei Opel auch nichts zu sagen. Aber einer weiß, ich kann gar nicht mal gegen Opel schießen. Eigentlich sind es alle Hersteller so aus der Zeit, die alles damit alles auch genau das. Sie haben gestern damals wie heute alles. Genau. Ist halt so. Ich bin gespannt, wie die ganzen China-Autos aussehen in 10 Jahren. Die ganzen Dinger, die jetzt reinkommen. Ja, das auch. Aber weiß ich auch nicht. Ich gar nichts von wissen. Also, die werden hier noch richtig übel. Aber gut, die werden ja durch diese Akkus, sonst sind keine 10 Jahre alt. Akkuautos, da gibt es auch nichts, da wollen wir damit. Ich fahre dann mal noch in meinen Hof,
dann drehe ich um und fahre auf den Bremsenprüfstand. Was meint ihr? Ja. Jetzt muss immer wieder Strom haben. Ja, oder wollen wir die Batterie einbauen? Ja, mach das mal. Ne? Wolltest du das sowieso machen? Ist ja normal, wenn ich 30er Verlängerung habe. Eine von den neuen, die ich habe. Und dann geht das Leben viel besser für das Ding. Nagelneue Batterie in dem Auto. Nagelneu. Hab ich schon nagelneu gesagt? So. So muss das sein. So stelle ich mir die Kiste auch vor. So fahren wir eine Runde über den Hof und bremsen den einmal. Ein paar Mal, dass die Bremse sich einbremst, aber die hat auch keinen Rost oder irgendwas. Die Gummis, total hart. Leer ist sie. Füllstandsrekord hat sie nicht gebrochen. Aber bisher geht alles an der Karre. Geht Licht? Die Lütte ist, glaube ich, bei der großen Halle, glaube ich. Nicht für der Karre rennt, ja. Kommt doch mal. Gänge schalten. Gang schnell schalten, super. Aber wie gesagt, der Wagen ist Scheckheft gepflegt. Und hier hat 61.000 Kilometer. Also egal, was du mit diesem Auto machst, es kann doch nur gut sein. Oder sehe ich das falsch? So einsauen, ne? Wegen Hosengarten. Vergesst das nicht. So, Handbremse. Gut. Wunderbar. Und bremst er? Bisher geht alles. Problemlos. Blinker geht, Fernlicht geht, links ein Hupe. Nebelscheinwerfer. Cool. Läuft weiter, Frick, geht auch, höre ich. Kannst du zu mir, so zum Töpfer. Nee, Schweiß muss er. Obwohl, wer weiß, wie er durch ist. Ja. Aber mal gucken, ist immer bremsen, das Ding. Aber mal auf unseren Verzögerungsprüfstand und guck mal, wie er so bremst. Boah, was kommt denn jetzt? Oh, Kunde drum mit Auftrag, weil der geht gleich weiter. Alter, Temperatur perfekt. Tankanzeige perfekt. Das ist alles perfekt. Ja. Das geht hier alles. Es gibt ja Leute, die haben jetzt schon Feuer. Null den mal. Na gut, die fangen auch früher an. Das stimmt. Seine Geschichte. Ich wollte es nicht sagen. Also. Ja, klar. Ja. Ich weiß, was du meinst. Junge. Das sieht doch gut aus. Das ist ja nicht nur 1%. Naja, wohl. Nein. Ja. Junge. Hab ich doch gesagt. Das ist top da drin. Das ist vollkommen in Ordnung. Schief aufgefahren oder was? Das ist ja unglaublich, Alter. Handbremse. Okay, Heck TÜV. Die Bremse ist schon mal gut. Alter, alles gut, ja. Also dem Auto ist nichts anzumerken. So. Vom so. Und sonst ist so, also... Vernünftige Aufbereitung und Wechsel. Das ist beim Opel. Ja. Wechsel. Ja, aber es funktioniert, Alter. Ne? Kannst du sagen, was du willst. Ja, kein Ölwechsel. Ne, wir gucken mal, Ölwechsel ist ja nicht lange her. Der nächste 2017 war fällig. Okay, ist schon lange her. Ölwechsel kann man dem wohl gönnen. Oh, wenn er nicht gefahren wird. Ja, schweres Thema, sich überlegt so. Wir gucken uns das mal alles an mit dem Ding sonst, ja. Aber ich würde sagen. Ein Braucher halt einen, genau. Guck mal, das ist ein Verbandskasten, ist ja noch drin. Hier ist alles Müllegard drin, guck mal hier. Oh, mach ich mal aus, hast recht. Guck mal, hier haben wir nochmal Lappen, einen Schwamm. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Hier nochmal Parkscheiben, mehrere Variationen. Was ist das denn hier? Hä? Ist irgendwas Festes drin? Taschenwärmer, was ist das? Oh, geil, Feuchtis, wer kennt sie nicht? Die originalen Feuchtis. Oh ja, nicht grau, die ganze Kiste wie neu.
Warnweste. Und sieht nicht sehr glücklich aus. Die Tanne von der Warnweste. Was ist das? Ja, das ist zum Aufblasen. Das ist ein Rettungsweg für deinen Nacken. Nackenkissen. Hans. Hand and Neck Support. Oder System. Für deinen Nacken. Ja, ich bin so ein Scheiß. Ein Hans, sagt er. Was ist das denn? Hans. Ich weiß nicht, was Hans ist. Hans, nie gehört. Ja. Ja, genau. Ah! Das sind diese Dinger, die ja, ja. Damit der Kopf nicht wegfliegen können. Heckdeckel in die Gruppe. Ja, aber der hatte sich verändert und nicht. Nee, der hat sich abgeschlossen, die Kiste. Einmal, wo der Leergang ist, glaube ich. Ah, ja. Hab ich durch Nenner gemacht, warte. Das machen wir wieder zusammen. Die Kiste. Oh, original Fußmatten drin. Ja, oh, doch geil. Hier. Vom Wego, die habe ich sogar auch liegen, tatsächlich. Genau die habe ich auch liegen, genau die Fußmatten. Das ist ja wild. Neu, verpackt, ein Dachboden. Oh, das war schon ein geiles Auto, ne? So. Schlecht ist er nicht, ne? Das Auto allgemein schon ganz gut da. Das ist ein Hans. Die Spinnenweben, Alter. Ja, Hans, ich pack Hans wieder rein hier. Mach die Karre auf, glaube ich, Spinnenweben. Den Billig-Hans. Den Banz. Oha, hier, Fußmatten. Boah. Spinnenweben kann er echt überall. Krass, ne? Aber das ist echt, das Auto hat sich also in der Garagenstandzeit nicht verändert. Papa, Steine. Du hast Steine gefunden, aber die packst du nicht in mein Auto. Nein. Du kriegst schon wieder den Plan, das sehe ich schon wieder. Auf der Haube so auf Sachen. Hier, guck mal, kennst du den noch, Gordon? Das ist erst an dich gedacht. Warte. Danke. Nö. Was? Ja, klar. Wenn er schon verschlissen. Der wird getauscht. Das ist doch gar keine Frage. Ja, geiles dann Ding. Dann pack ich den Guten rein von Alpha. Ja. Genau. Das ist ein Upgrade. Der vom Alpha, stimmt. Ich würde mal sagen, die Karre ist cool. Die kriegt man wohl wieder hin. Boah, sieht nur schon aus, als hätte er einen Flex angesetzt, ne, anstatt wenn er mal gegengefahren wird. Ist ja aber wenn wir schon das Blau, ich finde, wir haben noch so ein ähnliches Blau liegen, da haben wir schon wieder gewonnen. Ja. Das hier ist polierbar. Das hier ist polierbar. Ja. Oh, nächstes Auto, finde ich auch, kann man nicht meckern. So ein Zahnriemen wäre mal nicht verkehrt, glaube ich. Obwohl ich mir erwähnen kann, dass er nicht porös ist, wir kennen das Problem schon. Also Toledo damals, ein Zahnriemen mit Tauschstein, der null porös war. Obwohl er alt war? Ja. Oh mein Gott, du bestellst doch nur einmal den von meinem Pickup, der ist 21 Jahre alt. So. Mach ich einen Wettbewerb. Der von 944 ist fast schon älter. Ja. Bei den Japanern habe ich keine Angst. Die haben anderes Gummi verwendet, meinst du? Ja. Die haben das Gummi weiß für noch, die jetzt Ewigkeit. Die ganzen Dinger, die du so bei den Zulieferern kriegst, ne? Das ist alles keine Qualität mehr. Ja, das ist ja noch mal einen guten alten von früher und schmeiß ihn da drauf. Genau. Nein, die so mit 100.000. Ja, wir sind Sommer, Alter, ne? Endlich. Ich würde sagen, was meint ihr zu dem Vectra? Und weil er erstaunlich viel. Guck mal, der hat E-Fenster, der hat hier Nebelscheinwerfer, der hat. Ist das dieses? Schiebe hat er, stimmt. Für Lua-Sitze hat der, ich weiß nicht, ob die Serie, ich glaube, die sind nicht Serie, das ist auch Ausstattung. Der hat noch was? Hat er einen Bordcomputer drin? Ich glaube nicht, oder? Nee, da hat er. Oh, sagt man nicht, das hat der Kalibra auch schon und so. Lüftung, Heizung, bla, hier, Thermometer, das kann auch schon und so, bin ich ganz sicher. Was? Keine Klima, nein. Aber war früher auch nicht üblich, oder? Wollte ich gerade sagen. Junge. Und er ist so wieder am Leben. Und keine Warnleuchten an, das macht ihn besonders sympathisch. Hier die Spiegel, die E-Spiegel, Beifahrerspiegel ist. Der geht, Beifahrerspiegel. Ist nicht schlimm, ich kann ihn noch einstellen. Wollen wir mal passen? Oh, gefährlich, Alter. Gefährlich. Das ist wieder ganz hart. Oh, komm, bleib nicht hängen. Der geht. Sieht man auch Ausstattung, E-Schiebedach. Der hat ja auch eine Abdeckung. Das ist nicht E-Schiebedach. Obwohl, ob es eine Kurbel gab, weiß ich gar nicht. Kann sein, dass das auch sehr mäßig war.
Aber auf jeden Fall läuft ja, Temperatur. Das ist alles gut. Ich glaube, da kann man so einsteigen und mal los. Da könnte ich wieder nach Hause fahren, ohne Probleme mit dem Auto. Ich würde mal sagen, das Ding, das kaum wir die Tage weiter im Video durch. Mal schauen, wie der von unten ist. Und vor allem nochmal das Ding mal zu fahren. Das machen wir nicht mal heute, weil heute verschwinden wir so viel Stoff auf einmal. Gut, Freunde, das ist das Thema Vectra A 1.8er Automatik. 61 gelaufen, Rentnerkiste Deluxe. Cool, schön, dass die Dame verstorben ist. Damals, wo ich den das erste Mal angebunden gekriegt habe, da hat die Dame noch gelebt. Da wollte ich eine Story machen, damals mit der Motorrad Classic zusammen. Dass hier, weißt du, das Auto von ihr und dass wir sie wiederbeleben. Und dann, hab ich dir mal erzählt, was hast du noch? Schon ein bisschen länger her. Ja, ja. Und dann ist es dann wieder verfallen und dann ist irgendwann die Dame leider verstorben. Die war auch 93, ne? Wie alt war sie? Ja, 90 war die. 90. Ist sie dann verstorben am Ende und dann ist sozusagen leider die Story so gegangen und deswegen hier haben wir die jetzt sozusagen nur für uns hier, weil ja. Das Ding dahinter ist halt letztendlich die Familie, die hat gesagt, wollen auch keine Kameras auf dem Hof haben oder irgendwas, ja. Die wollen nur das Auto loswerden, das Film ist kein Problem und fertig machen, ja. Und das Ding so dahinter. Aber cool, cool, dass es auf jeden Fall bei uns gelandet ist. Ja. Ist echt cool. Also, er hat eine E-Antenne, ne, hat er nicht, ne? Aufziehbare. Wieso? Ja, hier ist auch ein Radio. Was geht? Ich soll ich das jetzt gut an. Ja, kommt sie hier. Komm. Deine E-Antenne, Alter. Im Vectra. Ja, ist das nicht geil? Das ist wild. Aber ich muss erstmal den Radio-Code finden. Den habe ich nämlich nicht. Eventuell habe ich den Papiere dabei. Warte, ich habe in der Tasche die Papiere von dem Ding. Da ist der Schlüssel. Ach, oder ich habe den K30. Ich habe den K30 gelegt, glaube ich. Geil. Wild, dass er sowas hat. Fürs Baujahr? Auch wieder rein. Jetzt auch Fett dran, haben sie nochmal nachgefettet. Ja, ja, haben sie gut eingeschüttet. Ja, aber, siehst du, das hat schon seinen Sinn. Cooles Auto. Ich mag ihn. Gut, Freunde. Kannst du gleich vorne in die Reihe stehen. Ja, so schlimm noch nicht. Das müssen wir ein bisschen machen. Mängel hat er ja. Ja, ja. Der hat definitiv Rost und der hat definitiv optische Mängel. Die optischen Mängel werden wir schon zum Teil so lassen. Und wir müssen in Stand setzen. Sagst du jetzt? Ja, ich sage, das kann ich mit dir wetten. Ich glaube, Hinterachsen so wird gut sein, aber ich glaube, Schwellergeschichten wird er haben. Schweller haben schon geguckt, die Seite ist heile. Ja. Wollen wir jetzt oder was? Muss ich einen neuen Akku holen. Ja, ist ja nicht so schwer. Gut, seht ihr morgen im Video, ne? Wir tüdeln das irgendwann durch, wie das von Zustand ist. Weil, wie gesagt, das ist schon eine coole Story. Und ich brauche die Zeit, das ist mein Robo-Road-Trip. Munter!